Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Welt. Ich komme gerade von der Arbeit und ich habe Hunger wie ein Scheunendrescher. Da trifft es sich doch sehr gut, dass die Degusta-Box hier eingetroffen ist. Yay! Ja, also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diese Degusta-Box auszupacken und teilweise auch zu probieren, dann hol dir was zu essen, denn du wirst wahrscheinlich hungrig werden. Hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box erscheint monatlich und ich finde, man kann sich das definitiv gönnen, sich einfach monatlich mal so überraschen zu lassen. Im Abo kostet die 15,99 Euro und du kannst das Abo aber eigentlich jeden Monat kündigen. Das heißt, wenn du sagst, ist nichts mehr für mich oder keine Ahnung, Interessen haben sich geändert, kannst du das jederzeit kündigen. Unten in der Infobox ist ein Link von mir drin. Wenn du draufklickst, dann bekommst du einen Rabatt. Ich glaube, 7 oder 8 Euro wäre das dann für dich. Und ja, mega cool. Also einmalig halt der Rabatt, ne? Und ja, ich habe Hunger. Entschuldigung. So sieht die Box aus, beziehungsweise ja, sieht das Innenleben aus von dem Karton. Du hast halt ein Kartonpapier und dann ist hier ein Smiley drauf. Öffnen, freuen, genießen und teilen. So. Und so sieht es dann aus, wenn man die Box öffnet. Wir haben das Thema Filmabend im Februar. Und ja, dann hole ich mal die ganzen Produkte raus und dann werden wir die nach und nach probieren. Das erste, was mich anspringt, ist hier von Alnatura. Ich glaube, das kann man oder konnte man bei DM kaufen. Geflügelsnack mit Palmfett. 100% Bio-Geflügelfleisch. Aha, das ist so eine Beefy quasi, oder? Das sieht doch schon mal ganz cool aus. Und ja, die gönne ich mir jetzt einmal. Ich muss es ja probieren, ne? Was steht hier unten drauf? Gemeinsam Boden gut machen. Hä? Gemeinsam Boden gut machen. Weiß jemand, was das bedeutet? Ich habe keine Ahnung. So, hier haben wir die Wurst. Die sieht wirklich aus wie eine Beefy, ne? Nur, dass eine Beefy ein bisschen fettiger aussieht. Probieren wir die mal. Also, die schmeckt deutlich weniger fettig als die klassischen Beefys, die man so kennt. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Das ist vielleicht, weil das halt Geflügel ist. Das weiß ich nicht. Ich mag sie auf jeden Fall sehr gerne, muss ich gestehen. Als nächstes habe ich hier Golden Oreo Kekse drin. Die hatte ich tatsächlich auch in meiner Bumps Box mit dabei. Die habe ich da auch schon mal probiert, deswegen lasse ich die jetzt tatsächlich zu. Die schmecken meiner Meinung nach deutlich süßer als die normalen Oreo Kekse. Und ich mag die normalen Oreo Kekse, jetzt wo die ganze Packung auch auf ist, irgendwie lieber. Fragt mich nicht, wieso. Also das hier schmeckt wirklich viel, viel süßer. Und ja, ich würde mir definitiv lieber die normalen Oreos kaufen, die halt schwarz außenrum zu sind und normale Milchcreme drin haben. Genau, weil die hier sind mit Vanillegeschmack. Und ja, deswegen halt etwas süßer, ne? Hier habe ich ein Getränk drin, was merkwürdig aussieht. Omis Kendelbacher Apfelstrudel. Apfelzimtgetränk aus Apfelsaft mit Zimtaroma. Ach du meine Güte. Für einen Filmeabend meiner Meinung nach jetzt nicht ganz gut geeignet, weil das ist ja hier ne, Filmeabend im Februar. Aber gut, wir probieren das Ganze mal. Hier habe ich ein Glas. Dann mache ich mir mal ein bisschen was rein. Sieht aus wie naturtrüber Apfelsaft, aber es riecht nach, wirklich nach Apfelsaft mit ganz viel Zimt. Februar, da ist nicht so richtig die Zeit dafür, Leute. Oh, ne. Ne, das ist nichts für mich. Das tut mir leid. Das passt vielleicht so ein bisschen in die Weihnachtszeit. Aber nicht jetzt. Das ist nicht so, nee, das ist nicht so mein Fall. Nee, ich weiß nicht, ist das Thema jetzt Filmeabend oder Apfelabend? Also hier habe ich von Milford eine neue Teesorte. Ingwer-Apfel, eine Ingwer-Teemischung mit Apfelaroma. Ich hatte mal einen Tee, wo Ingwer auch mit dabei war. Ich glaube, von Kappa war das einer, der mal in einer Brigitte-Box oder so drin war. Mochte ich nicht so gerne. Also Ingwer ist nicht so mein Fall. Deswegen wird der hier auch wahrscheinlich dann zu meiner Mom oder so wandern. Also ich werde es nicht behalten, weil ich mag leider nicht so gerne Ingwer. Hier habe ich so drei Müsli-Riegel drin, würde ich mal so sagen. Von Nature Valley. Das ist einmal
Crunchy Oats and Berries. Dann ist das Protein Salted Caramel Nut. Oh, das ist. Oh, da habe ich Bock drauf. Und dann Crunchy Canadian Maple Syrup. Aha. Ja, das gucken wir uns mal an. So, als erstes mache ich mal den Nature Valley Protein Salted Caramel Nut auf. Das ist übrigens glutenfrei und hat 10 Gramm Protein drin. Keine Ahnung. Kann man auf jeden Fall gut beim Filmeabend snacken. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber Protein brauchst du da eigentlich jetzt nicht so unbedingt, weil Protein ist ja eher was, wenn du Sport machst. Okay. Karamell definitiv am Start, ne? Also das ist sehr, sehr, sehr klebrig, die Geschichte. Aber es riecht mega geil. Mhm. Also das finde ich richtig lecker. Das gefällt mir richtig gut. Mhm. Der wird auch heute noch aufgegessen. Mega geil. Dann hier Crunchy Oats and Berries. Der ist dann wahrscheinlich so mit Cranberries oder sowas, ne? Mega. Okay, der ist schon so ein bisschen zerbröselt. Das sind so zwei dünne, die aufeinander liegen. Und der sieht sehr, sehr trocken aus. Und der riecht aber schön nach diesen Cranberries. Also der schmeckt auch wohl ganz gut, ist aber wirklich furztrocken. Mm, ja, also den würde ich mir jetzt nicht unbedingt so im Laden kaufen, weil er mir einfach zu trocken ist. Das ist nicht so mein Fall. Aber er schmeckt ganz gut, ne? Also die Cranberries, die schmeckst du sehr gut raus. Dieses Beerige ist sehr angenehm in Verbindung mit diesem, mit den Haferflocken. Es schmeckt halt im Prinzip, als würdest du ein Müsli nehmen, wo du ein paar Beeren auch so reingemacht hast, mit ganz vielen Haferflocken. Ein ganz kleines bisschen Milch, das Ganze dann zusammengepresst hast und das dann so isst. So schmeckt das. Also halt wirklich relativ trocken. So, und dann habe ich hier ja noch Crunchy Canadian Maple Syrup, also mit Sirup dann in dem Sinne. Da bin ich auch wirklich gespannt drauf, aber es fühlt sich jetzt von außen auch auf jeden Fall so an, als wäre das von innen dann auch so trocken wieder. Ja, also es sieht auch genauso aus. Wir probieren es aber trotzdem mal. Ich denke, dass es auch wieder relativ trocken sein wird. Ja, also wie schon vermutet, ist der ziemlich trocken und würde ich mir so auch nicht holen. Also ich bin nicht so für diese trockenen Sachen. Vielleicht, wenn du dazu noch einen Kaffee hast oder sowas oder halt eine Cola. Passt aber für mich jetzt nicht zum Filmeabend. Als nächstes habe ich von Teefee Trinkzauber Orange, zuckerfrei. Das ist so eine Drückflasche und ich weiß nicht, was das ist. Kann man das trinken? Ist auf jeden Fall flüssig. Zuckerfreier Bio-Sirup aus Orange. Trinkempfehlung. In kaltes oder warmes Wasser geben. Einmal drücken pro Glas. Aha, das ist mit Bio-Orangensaftkonzentrat, Bio-Apfelsaftkonzentrat, Wasser, natürlichem Aroma, Bio-Kamille-Extrakt, Bio-Stevia-Tee und Bio-Zitronensaftkonzentrat. Und das ist dann scheinbar so, dass du dir damit dann quasi so eine Art Tee machen kannst, aber... Okay, so eine Art Eistee, weil Orangen-Eistee kennt man ja auch, ne? Ja, ne? Werde ich mir auf Arbeit hinstellen, dann hat man auf jeden Fall noch ein bisschen Geschmack so im Wasser drin. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Als nächstes habe ich eine Wundersoße Curry mit 0% Fett und 0% Zucker. Mhm. So sieht das Tütchen aus. Ich mag nicht so gern Curry, aber, ne? Das ist dann halt so. Und das kann man dann als Dip nehmen oder keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendwie so ein Fleisch... anbrate oder so. Wahrscheinlich als Soße dazu, ne? Ist ja eine Wundersoße. Aber das ist halt ohne Zucker und ohne Fett. Das ist natürlich interessant. Ja, aber leider mag ich nicht so gerne Curry. Sowas mag ich aber. Das ist von Red Band Schulkreide. Original holländische Qualität. Oh, richtig geil. Das ist Lakritz. Ich mag gerne Lakritz. Ne? Was steht hier drauf? Lakritz-Konfekt. Und das machen wir doch jetzt mal direkt auf. Hm. Süßigkeiten ist ja direkt was für mich. Aber es sieht echt aus wie Schulkreide. Das ist so richtig von außen auch so, ja, so rau, ne? Probieren wir mal. Mhm. Sehr, sehr lecker. Durch das Lakritz oder was auch immer da noch mit dran drin drum ist,
hast du noch so einen leichten Frische-Kick mit dabei. Das ist echt lecker. Und sowas kannst du halt auch wirklich beim Filmeabend super in eine Schale packen, hinstellen, ne? Schön snacken. Und ich zeige euch das mal, wie, ja, wie es von innen aussieht. Da ist nämlich noch was Weißes drin, ne? Was auch immer das ist. Aber ich glaube, das ist das, was es so frisch macht. Ist lecker. Als nächstes habe ich hier zwei alkoholfreie Clausthaler drin. Sehr, sehr cool. Alkoholfreies Bier ist absolut was für uns. Wir haben ja die alkoholfreie Variante der Box, deswegen ist bei uns auch immer alkoholfrei mit drin. Wo ist denn das, der Unterschied? Das hier ist, na oh. Das hier ist naturtrüb und das hier ist das normale. Ja, werden wir uns auf jeden Fall mal gönnen. Ich werde mir dann wahrscheinlich ein bisschen Limo da noch mit reinmachen und für meinen Freund ist es dann pur. Und das finde ich ganz cool, dass man halt dann auch wirklich alkoholfreie Biere hat, wo man sich durchprobieren kann. Denn ich finde, nicht jedes alkoholfreie Bier schmeckt gut. Also ich trinke zum Beispiel unheimlich gerne Krombacher Radler alkoholfrei. Das kann man auf jeden Fall mal probieren. Aber ja, ich weiß gar nicht, was haben wir. Genau, Veltins alkoholfrei kannst du nicht trinken, schmeckt nicht. Naja. Ne? Da freue ich mich drauf, dass man sich so ein bisschen durchtesten kann. So, hier habe ich etwas drin, was einfach ultra-mädchen-geil aussieht. Sowas stelle ich auch gerne beim Filmeabend hin. So halt Sachen, die halt irgendwie mal ein bisschen was anderes sind. Marshmallow Fluff ist der typische amerikanische Brotaufstrich für groß und klein. Die süße, schaumige Creme eignet sich aber auch auf Eiscreme, als Aufstrich auf amerikanischen Bagels oder Muffins und natürlich als Tortencreme. Geil. Ideal in kalter oder warmer Milch zur Abrundung von Obstsalat und vielem mehr. Ach, dann kannst du dir auch so eine Erdbeermilch damit machen. Oh, geil. Wir haben damals immer, wenn wir in der Grundschule diese Milchsachen gekriegt haben, wir hatten Erdbeermilch, Vanillemilch und wir hatten Kakao. Ich habe immer Vanillemilch geholt. Haben wir die immer auf die Heizung gelegt, damit die ein bisschen wärmer wurden im Winter. Mega geil. So, jetzt probieren wir das mal aus. Das ist hier nochmal gut verschlossen mit einer Folie. So. Hier habe ich jetzt was auf meinem Löffel und dann probieren wir das mal. Mega. Ich will mehr. Ich will definitiv mehr. Ich habe hier noch eine Gabel. Oh, ich gönne mir. Das ist wie flüssiger Marshmallow. Das ist so, so geil. Also extrem süß, aber ich stehe auf sowas. Das kannst du dir wirklich wahrscheinlich auf alles drauf machen, worauf du so Bock hast. Und oh, es ist so geil klebrig und ungesund. Mega geiles Zeug. Also man muss auch wirklich den Anlass dafür haben, ne? Ich denke, wenn man sich so ein Glas holt, das ist ähnlich wie mit Erdnussbutter, dann musst du auch wirklich einen Anlass dafür haben, dass du sagst, okay, in dem und dem Zeitraum kann ich das aufbrauchen, kann ich das wirklich verwenden, weil das magst du nicht grundsätzlich, weil es halt echt quietschensüß ist, aber richtig geil. Mir schmeckt es richtig gut. Hier steht auch noch so ein Rezept mit dabei, ein Marshmallow Fluff. Genuss ganz einfach, Fluff Flakes. Dass du dir das zusammen mit Cornflakes machst oder so, das ist auch ganz geil, ne? Da kannst du dir wahrscheinlich so eine Art, ja, so eine schöne warme Nachspeise machen, ne? Richtig lecker. Geiles Zeug. Ich weiß zwar echt nicht, ob ich das aufkriegen werde, aber es ist ultra lecker. Wir schielen mal ganz dezent auf irgendwelche Kalorien. Ja, ne? Gucken ganz schnell wieder weg. Wir denken nicht drüber nach. Geiles Zeug. Fluffig, ja. Ja, das ist natürlich ganz klassisch für den Filmeabend, finde ich. Schoketten, die kannst du super hinstellen. Das ist in der Richtung Hafercookies. Was haben die denn mit ihren ganzen Hafersachen da in dieser Box? Hafer und Apfel, ganz schön viel, aber gut. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Also es gibt ja auch tatsächlich, wie kriegt man dich jetzt hier auf? Diese Haferkekse, die hole ich mir immer ganz gerne bei Ikea, die dann auch so Schoki mit drin haben. Die sind ziemlich geil. Haben wir auch immer auf Arbeit stehen, weil meine Kollegin das immer mitbringt. Mega. So kennt man ja die Schoketten, ne? Die kannst du so einzeln dann rausnehmen. Und dann gucken wir mal, wie die so schmecken. Die scheinen mit normaler Vollmilchschokolade zu sein. Und dann probieren wir die. Sorte des Jahres ist das übrigens. Auch interessant.
Ja, die schmecken wohl ganz lecker. Und du hast vor allem nicht dieses ultra schlechte Gewissen, weil da halt Hafer drin ist. Frag mich nicht warum, aber ich finde, dann hat man weniger ein schlechtes Gewissen. Lecker. Geil. Ich liebe Werthers Original. Und das hier sind auch noch Soft Caramel. Das heißt keine Bonbons, sondern du kannst sie direkt mampfen. Yum, yum. Das ist scheinbar neu. Ach cool, guck mal. So sehen die aus. Also man kennt ja diese Soft-Karamell-Bonbons von damals auch. Also ich weiß gar nicht, wo die immer herkamen, aber meine Oma hat auch immer welche bei sich gehabt. Ja, ne, ganz normal Soft-Karamell. Mega lecker. Klebt aber natürlich jetzt überall im Mund, ne? Ich finde sie super lecker und kann sie wirklich empfehlen. Noch geiler finde ich die Karamellbonbons, die halt ja, vom Geschmack her, nee, vom Geschmack her genauso sind, aber die halt so ein bisschen mehliger sind, die sich dann auch besser kauen lassen. Weißt du, was ich meine? Die gab es auch immer in diesen Mischungen. Übrigens, so langsam lässt mein Lippenstift nach. Ja, das ist der Härtetest immer für die Lippenstifte, wenn ich hier meine Unboxing von Fressboxen habe. Naja, aber auf jeden Fall mal eine interessante Sache. Wenn du Fan von Werther's Original bist, dann schau dir das auf jeden Fall mal an. Lecker ist es auf jeden Fall. Und als letztes verbirgt sich hier in der Box von Alpro Schokolade Mild Fine. Das scheinen so Schokopuddings zu sein, so kleine. Ja, da gönne ich mir mal einen von. Ein Soja-Dessert. Alpro Milch kenne ich ja auch noch aus einer Zeit, wo ich aufpassen musste mit Milch, ne? Witzig finde ich auch, dass das wirklich ungekühlt scheinbar funktioniert, ne? Weil es kommt hier in der Degusterbox und alles, was in der Degusterbox ist, musst du jetzt nicht unbedingt kalt stellen. Finde ich ganz cool. Ja, so sehen dann die einzelnen Puddings aus. So sieht der aus. Der wirkt sehr flüssig, ne? Wenn ich jetzt so, das sieht man auch, ne? Aber wir probieren den mal. Schmeckt wie ganz normaler Schokopudding. Das hat jetzt nichts Besonderes irgendwie, ne? Also nichts, was ich nicht mögen würde. Was Negatives hätte der jetzt nicht. So, den werde ich gleich aufessen, denn der ist wohl lecker, ne? Der gefällt mir richtig gut. Der ist nicht zu herb. Also normalerweise habe ich das öfters, dass ich keine Schokopuddings so gerne mag, weil die mir zu herb sind. Und der ist sehr, sehr sanft, auch als Mundgefühl, ne? Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und wenn der wirklich mit Sojamilch ist, dann ist das auch richtig gut für die Leute, die laktoseintolerant sind oder so. Mega geil. So, das waren tatsächlich schon alle Produkte aus der Box. Also ich, ja, fand die Produkte ganz cool. Würde jetzt nicht unbedingt sagen, ja, es passt zum Filmeabend. Nee, eher nicht. Also dafür fehlte mir dann irgendwie jetzt eine Tüte Chips oder keine Ahnung, halt so richtiges Knabberzeug. Ja, du hattest die Oreo-Kekse als Knabberzeug mit dabei. Aber so ein richtiger Filmeabend, der steht für mich doch für Popcorn. Also wenigstens für Mikrowellenpopcorn. Naja, gut. Hätten sie machen können, haben sie nicht. Dafür waren dann schon ein paar Sachen dabei, die auch richtig cool waren. Hat mir echt gut gefallen. Ja, also getränketechnisch, ne, mit diesem Apfelstrudelgetränk. Puh, nee. Der Tee mit Ingwer und Apfel muss jetzt auch nicht zum Filmeabend sein, Leute. Ja, aber Fluffy, den fand ich super. Wo ist Fluffy? Fluffy. Den finde ich geil. Vom Wert her würde ich so auf 20, 22 Euro tippen, aber ich blende euch das hier mal ein. Keine Ahnung, ne? Also 20, 22 Euro würde ich persönlich sagen. Ja. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mega cool von dir finden. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Das ist so eine Playlist. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!